darf Sie begrüßen zu unserer Veranstaltung unter dem Titel Das Bankrecht und die Verfassung. Vielleicht ein paar allgemeine Worte zu Beginn. Wir hatten eigentlich vor, das als echte Live-Präsenzveranstaltung abzuhalten. Nur leider ist uns das Coronavirus da ein bisschen in die Quere geraten. Nichtsdestotrotz möchten wir die Bankenbranche und die Finanzdienstleister über dieses wichtige Thema informieren. Und deswegen freue ich mich ganz besonders. Das Verfassungsrecht ist nämlich nicht nur ein abstraktes Gebilde, das irgendwo im Raum steht, von dem man vielleicht jetzt besonders viel hört in der Corona-Zeit, sondern das Verfassungsrecht ist für jeden da und das Verfassungsrecht schützt auch jeden. Und grundsätzlich kann sich auch jeder auf das Verfassungsrecht und die Grundrechte, die darin festgeschrieben sind, berufen, wenn eine staatliche Institution beispielsweise ihre Grenzen überschreitet. Und nicht nur im Rahmen der Corona-Krise spielt das Verfassungsrecht eine Rolle, sondern kann auch für Banken und Finanzdienstleister eine Rolle spielen. Und vielleicht spreche ich nur ganz kurz ein paar Worte zu unserer Agenda. Wir haben drei Vorträge, beginnend mit Magister Florian Prischl, der über die Verfassungsschranken europäischer Rechtsakte spricht. Warum ist das interessant? Na, weil viele der Rechtsakte, die für Banken gelten, europarechtliche Grundlagen haben. Also viele der Vorschriften, wie Sie wissen, stammen vom europäischen Gesetzgeber. Und da ist es spannend zu sehen, gibt es vielleicht Schranken, die dann das österreichische Verfassungsrecht auch dem europäischen Gesetzgeber auferlegt. Wir machen dann weiter mit einem Vortrag von Frau Magister Leyla Farah-Mantnea, die sich insbesondere beschäftigt mit der Frage der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bzw. der Verhinderung und da insbesondere mit dem österreichischen Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, wo sie auch eine spannende Entscheidung präsentieren wird. Es geht weiter mit Frau Dr. Jeanette Gazala, die über das Bankgeheimnis sprechen wird und da insbesondere über Aspekte des Datenschutzes und wie diese beiden Bereiche miteinander interagieren. Einerseits mit Professor Christian Piska, er ist Verfassungsrechtler an der Universität Wien. Andererseits mit Professor Nikolaus Raschauer an der Uni Liechtenstein, der leider wegen Corona heute nicht zu uns kommen konnte, aber live zu uns geschaltet sein wird. Und ich werde an dieser Diskussion auch teilnehmen. Zum Schluss möchten wir noch ein kleines Kompendium vorstellen, das wir über die letzten Wochen und Monate entwickelt haben. Einer unserer Schwerpunkte in der Kanzlei sind die digitalen Assets, Blockchain-Technologie und alle rechtlichen Fragen, die sich rund um diese Themen drehen. Und hier haben wir ein kleines Kompendium entwickelt, das ein bisschen eine Brücke schlagen soll zwischen der Finanzdienstleistungswelt und den Krypto-Assets und den Dienstleistern in Bezug auf virtuelle Währungen. Und ich möchte gar nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen, sondern darf gleich an den ersten Vortragenden übergeben, Magister Florian Prischl.